Statistisch gesehen dürfte beim Allgäuer Derby nicht allzu viel passieren. Gerade mal ein Tor fiel in den letzten drei Aufeinandertreffen von Illertissen und Memmingen. Die Gäste kommen außerdem mit drei Spielen ohne Gegentor im Gepäck ins Frühlingsstadion. Da präsentieren sie sich zu Beginn aber defensiv anfällig. 9 Minuten gespielt, Spann legt ab für Hämmerle, der trifft und jubelt, sie hören aber den Pfiff. Abseits war's und nix mit der frühen Führung für den FVI. Auf der Gegenseite Bonfert mit dem guten Auge für Bobo Meier, schöne Flanke, aber Fabian Kogler wird da noch entscheidend gestört. 18 Minuten waren da gespielt. Dann wieder Illertissen und die Gäste wieder defensiv unsicher. Stefan Böcks Flanke wird weggeköpft, aber fast zum Eigentor. Für den FCM probiert's dann Matthias Jocham. Letztlich harmlos und kein Problem für Kim Anders. Dann die 44. Minute. Adrian Morina behauptet den langen Ball, der kommt mit Glück zu Andi Spann. Martin Gruber mit der Riesentat. Das war die größte Chance des Spiels bislang. Mit dem 0:0 geht's dann in die Pause. 60. Minute. Morina zieht ab, aber wieder fliegt Gruber und bewahrt seine weiße Weste. 2 Minuten später, dann mal wieder die Gäste. Bonfert sieht die Lücke und Krogler, der Winkel ist spitz, der Schuss zielt knapp vorbei. 69. Minute, Freistoß Memmingen. Halb hoch nach vorne getreten, abgewehrt und der Freistoß wird zum Konter. Morina mit Ball, schneller als die Roten ohne. Morina bleibt cool, 1:0 Illertissen. So lange hatte Gruber seine Vorderleute im Spiel gehalten, aber gegen Morina hat der FCM-Goalie keine Chance. 8. Saisontreffer für Adrian Morina. Dann die 80. Minute. Eckball Memmingen, Chaos im Strafraum und der Ball liegt irgendwie im Tor. Und das Chaos geht weiter. Alle Augen auf Schiedsrichter Tobias Baumann. Was entscheidet der Unparteiische? Er schaut zum Assistenten, er redet mit den Spielern und zeigt zum Mittelpunkt. Tor für Memmingen. Unsere Zeitlupe liefert ein wenig Aufschluss. Der verlängerte Eckball springt von Michael Geldhausers Brust über die Linie. Der Illertisser Abwehrversuch kommt zu spät. Schwer zu sagen, aber der Ball dürfte hinter der Linie gewesen sein. Immerhin 2 Tore gab's also, denn beim 1:1 bleibt's. Für Memmingen ein Grund zur Freude. Nach einem 1:0-Rückstand, was sehr bitter war von Entstehung, als ein Freistoß für uns war, dadurch ein Konter entstanden ist, muss man erst mal zurückkommen. Oft ist das der Knackpunkt, heute war es nicht so. Wir sind zurückgekommen, haben Moral bewiesen, haben, denke ich, dann auch verdient einen Ausgleich gemacht in der Phase.